Diese Menschen haben ihr Leben verloren. Im Krieg gegen Russland. Viele seit Beginn des Angriffskriegs. Andere schon vor 10 Jahren auf dem Maidan, dem zentralen Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Hier stehen damals Menschen für ihre Freiheit ein. Für mich hat der Krieg auf dem Maidan begonnen. Und zwar an dem Punkt, als wir unsere ersten Toten beerdigt haben. Sie demonstrieren für Unabhängigkeit und eine Anbindung an die EU. Gegen Korruption und Russlands Einfluss. Dieser Kampf bestimmt heute das Leben der Menschen. Wie haben die vergangenen 10 Jahre die Gesellschaft verändert? Und wo steht die Ukraine heute? Ich habe damals verstanden, wenn wir jetzt nicht aufstehen, dann wird sich ganz lange nichts ändern. Der Maidan hat das Leben von Julia Maruschewska für immer verändert. Der Wunsch, gegen Korruption anzugehen, treibt sie bis heute an. Damals bereichert sich eine korrupte Elite an Steuergeldern. Geld, das für Krankenhäuser, Schulen oder Straßen vorgesehen ist, wird veruntreut. Gerichte und Polizei werden bestochen, decken dafür das kriminelle System. Als der korrupte Präsident Viktor Janukowitsch sich auf Druck Russlands hin weigert, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterschreiben, bringt das zunächst vor allem junge Menschen auf die Straße. So auch die damals 24-jährige Maruschewska. Auf dem Maidan sind Netzwerke entstanden, Vertrauen und auch das Bewusstsein, dass wir in der Lage sein müssen, uns selbst zu verteidigen. Die Regierung will die Proteste mit Gewalt niederschlagen, treibt damit immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer auf die Straße. Präsident Janukowitsch setzt immer mehr Gewalt gegen sein Volk ein. Die Lage eskaliert. Plötzlich wurde der erste Mensch auf dem Maidan getötet. Nigoyan, ein junger Mann. Stand einfach da hinten, hat protestiert und wurde getötet. Vor 10 Jahren kommen in Kiew mehr als 100 Menschen ums Leben und gehen als himmlische Hundertschaft in die ukrainische Geschichte ein. Für mich war das der totale Schock, dass in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin, Menschen umgebracht werden, nur weil sie protestieren. Da hatte ich das Gefühl, ich muss laut losschreien. Wir werden hier getötet, nur weil wir protestieren. Bei eisigen Temperaturen nimmt Julia Maruschewska damals im Februar 2014 auf dem Maidan ein Video auf. Auf Englisch. Ich bin Ukrainerin, geboren in Kiew. Und jetzt bin ich auf dem Maidan, dem zentralen Platz in Kiew. Ich möchte, dass Sie wissen, warum tausende Menschen aus dem ganzen Land hier in Kiew auf die Straße gegangen sind. Es gibt nur einen Grund. Wir wollen frei sein von einer Diktatur. Wir wollen uns befreien von Politikern, die nur für sich selbst arbeiten. Das Video geht viral, erreicht Millionen Menschen. Die Botschaft, der Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer ist selbstbestimmt, anders als von Russland behauptet. Denn Russland spricht den Menschen den eigenen Willen ab und unterstellt dem Westen, hinter den Demos zu stecken. Doch es ist die ukrainische Zivilgesellschaft, die Reformen fordert. Dieser Volksaufstand wird von Historikern als Revolution der Würde bezeichnet.
Es ist, als wäre damals, vor 10 Jahren auf dem Maidan, ein neues Zeitalter angebrochen. Eine starke Zivilgesellschaft wird zum Motor eines schwachen Staates. Hier zeigt sich das Selbstverständnis einer neuen Generation. Ich wende mich jetzt an unseren Präsidenten und an unseren Premierminister. Wir alle wissen, wenn jemand auf der Arbeit einen groben Fehler macht, dann folgt darauf die Kündigung. Herr Präsident, Herr Premierminister, Sie haben sehr grobe Fehler gemacht. Zuerst haben Sie das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU gestoppt. Sie haben friedliche Studenten verprügelt. Sie haben versucht, den Maidan aufzulösen. Ich möchte von dieser Bühne aus den Willen des Volkes aussprechen. Herr Präsident, Herr Premierminister, Sie sind gefeuert. Der gleiche Mann heute. Damals begann auch mein Kampf und ich habe gespürt, dass er ziemlich schwierig und blutig werden würde. Der Maidan hat meine Ansichten über einige Dinge grundsätzlich verändert. Der Rapper Yarmak ist einer der erfolgreichsten Künstler der Ukraine. Jahrgang 91. Das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde. Und wie die Ukraine sucht auch Yarmak lange nach der eigenen Identität. Im Fokus Bürgerrechte und Demokratie. Werte, die viele in der Europäischen Union sehen. Im Dezember 2013 sprechen sich 48% der Ukrainerinnen und Ukrainer für einen EU-Beitritt aus. Ein Jahr später sind es 57%. Heute wollen 78% der Menschen ihr Land in der EU sehen. Ein Ergebnis des Maidan. Dass Yarmak 8 Jahre nach dem Maidan im Schützengraben sein würde, konnte er damals nicht ahnen. Der Künstler ist einer von vielen, die sich am ersten Tag des russischen Überfalls 2022 freiwillig für die Armee melden. Damals wie heute bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Finsternis besiegen werden. Yarmaks Leben, es wäre wohl anders verlaufen, wenn er damals vor 10 Jahren nicht auf dem Maidan gewesen wäre. So geht es vielen, die mitdemonstriert haben. Sie eint die Erfahrung, dass sie sich für ihre Freiheit einsetzen. Gemeinsam. Für mich hat der Krieg auf dem Maidan begonnen. Und zwar an dem Punkt, als wir unsere ersten Toten beerdigt haben und die Russische Föderation die Krim überfallen hat. Das war der große Wendepunkt. Von da an war klar, es gibt kein Zurück mehr. Während in Kiew Menschen bei Protesten für die europäische Idee sterben, beginnt auf der Krim die erste russische Invasion. Russische Soldaten besetzen Ende Februar 2014 die ukrainische Halbinsel. Kurz darauf lässt Russland dort eine Scheinabstimmung durchführen. Sie soll zeigen, die Menschen wollen zu Russland gehören. Mit der folgenden Annexion bricht Russland Völkerrecht. Im Frühjahr 2014 sammeln sich russische Truppen an der ostukrainischen Grenze. Russland entfacht einen Krieg mit Spezialkräften, Soldaten, Söldnern, Waffen und Kriegsgerät. Erbitterte Kämpfe um die Kontrolle des Flughafens von Donetsk zwischen Truppen der Ukraine und von Russland geführten Kämpfern. Die Flughafenanlagen werden durch den monatelangen Beschuss fast vollständig zerstört. Wenn die internationale Gemeinschaft konsequent auf die Besetzung der Regionen Krim, Luhansk, Donetsk reagiert hätte, würde es diesen großen Krieg einfach nicht geben. Denn solange so etwas ungestraft bleibt, wächst der Appetit der Aggressoren, weil man ihnen nicht auf die Hände geschlagen hat. Sie will Russland zur Rechenschaft ziehen. Oleksandra Matwejchuk. Friedensnobelpreisträgerin.
Nur durch Gerechtigkeit kann es in Zukunft Frieden geben. Davon ist sie überzeugt. Auch aufgrund der Geschichte. Während 2014 in Minsk über den Frieden verhandelt wird, besetzt Russland Teile des ukrainischen Staatsgebiets und führt Krieg in der Ostukraine. Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland sitzen in vielen Verhandlungsrunden gemeinsam am Tisch. Die russische Seite nicht als Kriegspartei, sondern als Vermittler. Russland bestreitet damals die aktive Rolle im Krieg, ist nicht bereit, auf Augenhöhe mit der Ukraine zu sprechen. Feuerpausen werden immer wieder vereinbart und immer wieder gebrochen. Aus dieser Erfahrung heraus sieht Matwejtschuk heute Verhandlungen mit Russland nicht als Option, so wie die Mehrheit in der Ukraine. Sie hofft, dass der Westen diese Haltung heute besser versteht. Die Russen sehen ihre nationale Identität leider in der Wiederherstellung des Russischen Reiches. Wenn sie von russischer Größe sprechen, dann sprechen sie von Territorien. Und das bedeutet, dass sie immer mehr territoriale Errungenschaften vorweisen müssen. Und deswegen ist die Friedensnobelpreisträgerin Matwejtschuk überzeugt. Es war ein großer Fehler, als die Leute sagten, geben wir Russland die Krim und befriedigen wir Russlands Appetit und Putin wird aufhören. Wie hat Putin diese 8 Jahre genutzt? Er hat in dem ehemaligen Ferienort auf der Halbinsel Krim eine mächtige Militärbasis errichtet. Sie ziehen sich zurück, formieren die russischen Truppen neu und greifen an. Wie hat sich die Ukraine entwickelt in den 8 Jahren zwischen Maidan und russischem Überfall? Es werden politische Reformen durchgesetzt. Es gibt mehr Selbstbestimmung. Nicht überall im Land fühlt es sich in der Zeit nach Krieg an. Aber mehr als 13.000 Menschen werden laut UN getötet und mehr als 30.000 verletzt. 2015 ist unser Kamerateam in dem Krankenhaus, das heute so wichtig ist. Für mich hat der Krieg Anfang Mai 2014 begonnen, als 3 Dutzend Schwerstverwundete vom Schlachtfeld auf einmal zu uns gebracht wurden. Damals haben wir gesehen, wie es ist, wenn das Blut in Strömen fließt und Menschen mit Granaten und Munition in ihren Taschen zu uns kommen. Wir haben ihnen die Kleidung abgeschnitten und medizinische Hilfe geleistet. Serhii Rezhenko ist ein Chefarzt im Krieg. Granatsplitter, Verbrennungen. Seit 10 Jahren liegen Kriegsverletzte auf den OP-Tischen seines Krankenhauses in Dnipro. Der Krieg hat für ihn nie aufgehört, ist längst Alltag. In manchen Nächten führen die Ärzte bis zu 100 Operationen durch. Amputationen, früher eine Seltenheit, sind nun Routine. Rund 100 Kilometer von der Front entfernt, wird sein Krankenhaus über 10 Jahre zu einer der wichtigsten Aufnahmestellen für Soldaten. Bringt ihn das an seine Grenzen? Keiner der Verwundeten kann dir irgendetwas antworten, weil er entweder im Koma liegt, nicht ansprechbar ist, oder in so einem Zustand, dass es unmöglich ist, zu verstehen, was er sagen will. Und das Schlimmste, sehr viel hängt von deiner Entscheidung ab. Rezhenko muss sein Krankenhaus in Dnipro komplett umbauen. Früher ein normales ziviles Krankenhaus, heute spezialisiert auf Notoperationen. Jeden Tag werden Verwundete von der Front eingeliefert. Hier unterscheidet sich nichts von der Front, außer den modernen Systemen und Geräten und den Ärzten, die hochspezialisiert sind. Während wir mit dem Chefarzt sprechen, wird ein neuer Soldat eingeliefert. Schwer verwundet. Die Realität eines Abnutzungskriegs. Bei dieser harten Arbeit, die wir jeden Tag leisten, haben wir keine Zeit, wütend zu sein. Wir haben die Verantwortung für das Leben hunderttausender verwundeter Kämpfer. Und wir tun alles, damit sie wieder nach Hause zurückkehren können.
Der Krieg ist auch eine emotionale Abnutzung für die gesamte Gesellschaft. Das viele Sterben zu ertragen, eine ständige Überforderung. Hier im Krankenhaus spüren sie das jeden Tag, 10 Jahre schon. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Ich habe mich nach all den Jahren daran gewöhnt. Ja, tief in meiner Seele habe ich an einer Depression gelitten, die mit der Arbeit zusammenhing. Weil ich die Menge an Verwundeten und Toten, die von der Front kamen, einfach nicht ertragen konnte. Wir fahren einfach dorthin, wo wir gebraucht werden. Wenn es keinen Bedarf gibt, fahren wir nicht. So läuft das immer. Wenn es kein Wasser oder keinen Strom gibt, und das verschwindet an diesem Ort schon langsam, wird es bald sehr schwierig. Ich weiß nicht, worauf die Leute da hoffen. Dass der Krieg bald aufhört? Er wird nicht aufhören. Und ich weiß auch nicht, wann. Mykhailo Purishev riskiert immer wieder sein Leben. Geht an Orte, wo eigentlich kein Leben mehr möglich ist. Versucht dort, Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Sein Leben hat sich in den vergangenen Jahren komplett geändert. Früher hatte Purishev einen Nachtclub in Mariupol. Der Maidan spielte für ihn persönlich damals keine Rolle, so wie für viele Menschen in der Industriemetropole. Für mich war 2014 nur ein Maidan. Irgendwas ist passiert, aber ich habe nicht verstanden, was passiert ist. Der Krieg war direkt neben uns, neben Mariupol. Aber jetzt weiß ich, dass sie alles getan haben, um zu verhindern, dass wir diesen Krieg spüren. Für ihn beginnt der Krieg 2022. Als Russland seine Heimatstadt überfällt. Mariupol, einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte der Ukraine, steht im Frühjahr 2022 monatelang unter russischem Dauerbeschuss. Zehntausende Zivilisten werden getötet, die Stadt fast vollständig zerstört. Während Menschen versuchen, aus Mariupol zu flüchten, fährt Mykhailo Purishev mit seinem roten Minibus dorthin zurück. Ich ging zurück, um meine Mitarbeiter zu holen, die in Mariupol geblieben waren. Niemand glaubte, dass ich kommen würde. Das war meine erste Reise. Ich kam an und konnte meine Leute nicht mitnehmen, weil Kinder im Keller meines Nachtclubs waren. Ganz viele. Auch Säuglinge und Mütter. Und ich beschloss, die Kinder mit den Frauen mitzunehmen. Die Männer blieben zurück. Der russische Angriffskrieg hat Purishev die Heimat genommen. Er hat das Gefühl, gebraucht zu werden, etwas tun zu müssen, um zu helfen. Über Nacht wird er vom Unternehmer zum Freiwilligen. Wir kommen wieder und holen Sie ab. Weinen Sie nicht, alles wird gut. Auf Social Media dokumentiert Purishev seine Rettungsfahrten und sammelt so Spenden. Hunderttausende gucken seine Videos. Der mutige Einzelkämpfer hat ein Team aufgebaut. Die Unkaputtbaren. Viele von ihnen kommen aus Orten, die von Russland besetzt sind. Freunde oder Verwandte wurden im Krieg getötet. Anderen zu helfen ist für sie auch eine Art Selbsthilfe. Es gibt ihnen Kraft, dort das Land am Laufen zu halten, wo der Staat überfordert ist. Manche Menschen haben zum ersten Mal seit 3 Monaten geduscht, andere seit 6 Monaten, wieder andere seit 1,5 Jahren. Das erste Mal geduscht. Sie weinen. Und diese Emotionen erlebst du als Freiwilliger. Jetzt öffnen wir Wäschestationen für das Militär. Die Jungs kommen raus und sagen, es fühlt sich an, wie zu Hause zu sein. Ich habe gar nicht erwartet, dass unsere Arbeit so wichtig ist. An vielen Stellen der Front droht eine humanitäre Krise.
Um das zu verhindern, riskieren Puryschew und sein Team nahe der Front ihr Leben. Sollten sie in die Hände russischer Soldaten kommen, drohen ihnen Folter, Verschleppung oder Mord. Russland setzt Kriegsverbrechen als Methode ein, um diesen Krieg zu gewinnen, um den Widerstand der Menschen zu brechen und das Land zu besetzen, indem es der Zivilbevölkerung immenses Leid zufügt. Ermordete Zivilisten. Leichen, die Spuren von Folter aufweisen. Vergewaltigungen. Wo russische Truppen abziehen, finden sich Belege für russische Gräueltaten. Die Orte Irpin, Bucha und Izyum werden zu Synonymen für Kriegsverbrechen. Oleksandra Matwitschuk will die Täter zur Rechenschaft ziehen. Nur durch solche Gerechtigkeit kann die Gesellschaft wieder heilen. Davon ist sie überzeugt. Doch wie soll das gelingen? Akribisch dokumentiert sie die Gräueltaten der russischen Armee seit 10 Jahren. Für diese Arbeit bekommen sie und ihr Zentrum für bürgerliche Freiheiten den Friedensnobelpreis. Ich habe mit Hunderten von Menschen gesprochen, die mir erzählen, wie sie geschlagen, vergewaltigt, in Holzkisten zertrümmert und ihre Finger abgeschnitten, ihre Nägel durchbohrt wurden, wie sie mit Elektrizität gequält wurden, Psalme mit ihrem eigenen Blut schreiben mussten. Und wir machen das mit einem klaren Ziel. Wir sind keine Historiker. Wir sammeln diese Beweise nicht für die Staatsarchive oder zum Gedenken. Wir wollen Gerechtigkeit. Mit einem Netzwerk von Helfern im ganzen Land baut sie eine Datenbank auf. Diese Daten stellt sie Ermittlern zur Verfügung, wie dem Internationalen Strafgerichtshof und auch den ukrainischen Behörden. Aber insgesamt über 100.000 Fälle überfordern das ukrainische Rechtssystem. Wir müssen eine Justizstrategie entwickeln, die in der Lage ist, allen Opfern Gerechtigkeit zu bieten. Unabhängig davon, wer sie sind, welche soziale Stellung sie haben und welche Art von Verbrechen sie erlitten haben. Und ob die Medien oder internationale Organisationen an ihren Fällen interessiert sind oder nicht. Wir müssen handeln. Wenn die Fälle verfolgt würden, gäbe das den Menschen Kraft, den Glauben an Gerechtigkeit zurück. Für die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer wäre die größte Enttäuschung, wenn die Verbrechen Russlands nach dem Ende des Krieges ungestraft blieben. Das belegen Umfragen. Und auch die einstige Maidan-Aktivistin Julia Maruschewska steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Sie kämpft weiter gegen Korruption und ein verkrustetes System. Heute im Verteidigungsministerium, das über ein Milliardenbudget verfügt. Gestützt von internationalen Partnern. Kriegsentscheidend. Wenn sie scheitert, hat das Folgen für die Lage an der Front. Es hat sich herausgestellt, dass der Verteidigungssektor noch weniger reformiert war als die Bereiche, in denen ich vorher gearbeitet habe. Die 34-Jährige soll Reformen in einem Ministerium umsetzen, das immer wieder Schlagzeilen mit Fällen von Korruption macht. Aktuell wird gegen 5 höhere Beamte ermittelt. Sie sollen beim Kauf von Artilleriemunition Millionen veruntreut haben. Bei der Aufklärung haben der ukrainische Geheimdienst und das Verteidigungsministerium zusammengearbeitet. Mit umfassenden Reformen will Maruschewska ein neues System entwickeln. Doch kommt sie gegen das alte System der Korruption an? Jetzt gibt es politische Unterstützung von höchster Ebene. Vom Präsidenten, vom Minister, vom Parlament, von der Regierung. Auf allen Ebenen gibt es Unterstützung für Veränderungen. Ich erinnere mich, wie schwierig es für mich war, in Odessa einen neuen Ansatz für den Zoll einzuführen. Und ich sehe, dass wir jetzt in 10 Monaten eine sehr schwierige Reform auf den Weg gebracht haben. Reform. 2016 begleiten wir sie als Chefin der Zollbehörde in der Hafenstadt Odessa.
Dort geht sie gegen korrupte Beamte vor. Sie wickeln den Handel von Öl und Getreide größtenteils am Staat vorbei ab. Doch Maruszewska kommt damals nicht gegen die alten Strukturen an. Sie sieht sich gezwungen, von ihrem Amt zurückzutreten. Diese Erfahrung hilft ihr heute, sagt sie. Aber was ist jetzt anders? Der Kriegszustand ist die beste Zeit für Reformen. Das liegt daran, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir müssen so stark wie möglich sein. Die Reformen sind also tatsächlich ein Teil unseres Sieges. Das ist der Weg zu unserem Sieg. Es geht nicht darum, nach dem Krieg zu reformieren. Nein, wir müssen uns reformieren, um diesen Krieg zu gewinnen. Der ukrainische Staat hängt fast vollständig von internationaler Unterstützung ab. Und in den USA werden weitere Hilfspakete verzögert. Umso entscheidender ist es, dass nicht auch noch Gelder versickern. Ein Mahnmal der Korruption ist die Luxusvilla von Ex-Präsident Janukowitsch. In den vergangenen Jahren hat die Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung schon deutliche Fortschritte gemacht. Unter Janukowitschs Führung lag das Land im Korruptionsranking von Transparency International auf Platz 144 von 180 Staaten. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Ukraine um 40 Plätze verbessert. Platz 104 bedeutet allerdings auch, Korruption bleibt eine der größten Herausforderungen des Landes. Und die Gesellschaft reagiert zunehmend wütend auf Korruption. Vor allem, wenn es um Vorwürfe bei der Beschaffung von Militärausrüstung geht. Wir hören gerade von vielen verschiedenen Skandalen. Denn die Regierung konzentriert sich auf den Krieg, auf die Beschaffung von Geldern und Waffen, während es im Land selbst viele unehrliche Menschen gibt. Ich weiß einfach nicht, was die Motivation sein kann, in einer Zeit des Krieges seinem Volk, seiner Armee so dreist Geld zu stehlen. Das ist sehr unverantwortlich. Der Kampf gegen Korruption führt Yermak vor 10 Jahren auf den Maidan. Jetzt erlebt er die Folgen der Korruption als Soldat an der Front, wo sie Menschen das Leben kosten kann. In knapp 2 Jahren ist der Rapper zum Befehlshaber einer Drohneneinheit aufgestiegen. Der Zusammenhalt der Zivilgesellschaft, die sich auf dem Maidan gezeigt hat, macht für ihn bis heute den Unterschied in diesem Krieg. Die ganze Welt hat immer mit einem rationalen Blick auf die Ukraine geguckt, mit einem mathematischen Blick. Wie viele Truppen hat Russland, wie viele hat die Ukraine? Aber sie haben unser Selbstvertrauen, unser Bewusstsein und unseren inneren Mut nicht in Betracht gezogen. Einer meiner Männer ist Archäologe, ein anderer hat in Warschau gearbeitet und ist zurückgekehrt, um das Land zu verteidigen. Mein Hauptfeldwebel ist Geiger und sein Vater ist Volkskünstler der Ukraine. Diese Menschen waren also gezwungen, ihr Heimatland zu verteidigen. Wir haben in unserem Leben noch nie jemandem etwas Böses gewünscht, uns noch nie an Grausamkeiten erfreut. Doch heute ist Kämpfen sein Alltag. Russland ist in der Offensive. Die Ukraine steht an mehreren Frontabschnitten unter Druck. Vor allem, weil es massiv an Munition fehlt. Es ist eine extrem schwierige Phase in diesem Krieg. Ich weiß, dass es jetzt im Donbass eine sehr blutige Schlacht geben wird. Ich habe meine Soldaten gewarnt. Yermak hat an der Front sehr viel Tod gesehen. An das Gefühl, dass er selbst im Krieg sterben könnte, habe er sich gewöhnt. Die Musik hilft mir dabei, eine stabile Psyche beizubehalten. Ich sammle alles, was in mir ist. All den Schmerz, die Sorgen, manchmal auch Depressionen. Ich sammle das alles und lasse es durch die Musik raus. Ich lasse los. Und das war's. Ich fühle mich besser. Die Freiwilligen wünschen sich wieder mehr Engagement. Menschen sterben. Und wir verlieren sowohl Gebiete als auch die Menschen dort.
Und wenn man den Menschen die Realität zeigen würde, das, was im Krieg passiert, wären sie nicht so entspannt. Die Gesellschaft glaubt, dass wir gewinnen. Aber in Wirklichkeit verlieren wir jetzt. Und das muss man zeigen. Man muss die Menschen zum Nachdenken bringen und ihnen klarmachen, dass in der Ukraine ein Krieg herrscht. Denn unser Fernsehen zeigt, dass alles klasse ist und zeigt nicht die Realität. Die Regierung veröffentlicht keine Zahlen zu den eigenen Verlusten. Das wird in der Gesellschaft zunehmend hinterfragt. Klar ist, sie sind erheblich. Fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte, Freunde oder Bekannte, die seit Beginn der russischen Invasion verletzt oder getötet wurden. Politik und Militär haben Meinungsverschiedenheiten. Präsident Volodymyr Zelensky zieht Konsequenzen und tauscht die Militärführung aus. Auch den beliebten Oberkommandierenden Valery Zaluzhny. Ich denke, der Präsident unternimmt einen sehr riskanten Schritt. Und ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Schritt ist. Ich hoffe wirklich, dass wir diese Turbulenzen überstehen werden. Vor allem dank der bereits entwickelten, bewussten, aktiven Gesellschaft im Land. Mykhailo Purishev vermisst jedoch die Einheit der ersten Wochen und Monate nach Beginn des Angriffskriegs. Er sieht, dass die Spendenbereitschaft zurückgeht. Und er spürt zunehmend eine Zerrissenheit in seinem eigenen Leben. Auf dem Weg zu seinem nächsten Fronteinsatz will Purishev unbedingt noch seine Töchter sehen. Wenigstens für einige Minuten. Die Jüngste hat sich eine Schildkröte gewünscht. Anders als die Soldaten kann er als Freiwilliger zumindest selbst über seine Zeit bestimmen. Viele Freiwillige haben deshalb ein schlechtes Gewissen. Und trotzdem ist auch er monatelang in Frontnähe unterwegs, gräbt Brunnen und installiert Duschen. Hat Mykhailo Angst, einmal nicht mehr aus dem Osten zurückzukommen? Du denkst die ganze Zeit daran, aber glaubst auch, dass du zurückkommst. Du bist ein Optimist? Nein, ich glaube, ich bin nur ein bisschen dumm in dieser Hinsicht. Ich will einfach bei meinen Kindern bleiben. Die Kinder nehmen und irgendwo hinfahren. Naja, nicht alles ist so, wie wir es uns wünschen. Bei uns ist richtiger Krieg. Richtiger Krieg. Und dann will der Chefarzt ihn uns zeigen. Auch der Soldat will, dass die Welt seine Verletzung sieht. Niemand dürfe die Augen davor verschließen. Doch wie kann die ukrainische Gesellschaft damit fertig werden? Sie steht vor einer großen Herausforderung. Seit Beginn der russischen Invasion wurden Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer verletzt, schätzen Militärbeobachter. Viele leiden an Depressionen und Angstzuständen. Am schlimmsten sind die Schreie der Väter und Mütter, wenn ihre Kinder sterben. Das verängstigt mich mehr als alles andere auf dieser Welt. Anfangs hörte ich immer nur die Mütter schreien. Und als ich dann Väter brüllen hörte, das ist noch verstörender. Doch darüber kann Rizhenko jetzt nicht nachdenken. Jetzt geht es darum, die Männer zu stabilisieren, um sie dann in andere Krankenhäuser des Landes zu verlegen. Eine riesige logistische Aufgabe. Das schaffen sie nur mit Disziplin. Wenn ich nicht zur Arbeit komme, wird jemand anderes auch nicht kommen. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Wenn ein Glied ausfällt, bei der Operation, Reanimation oder Diagnose, dann sterben Menschen. Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Ich habe seit 690 Tagen keinen einzigen freien Tag gehabt. Ich lebe in einem Krankenhaus, schlafe in einem Flur ohne Fenster, auf einer Couch, damit ich die Sirenen und das Brummen der Krankenwagen nicht höre.
Von den technischen Geräuschen kann er sich abschirmen, nicht aber von der Trauer und dem Schmerz der Familien. Wie lange können sie hier so weitermachen? Je länger es geht, desto klarer wird, die Last des Krieges tragen nicht alle Ukrainerinnen und Ukrainer gleichermaßen mit. Und das reibt die Gesellschaft zunehmend auf. Wir treffen Yermak in der Frontstadt Pokrowsk im Donbass. Auch an diesem Tag hören wir hier Explosionen. Gleich geht es für ihn weiter an eine geheime Position, nur wenige Kilometer entfernt von russischen Stellungen. Wenn wir eine Wahl hätten, würden wir über die Kraft sprechen. Aber wir haben keine Wahl. Wir müssen irgendwo diese Kraft finden und weiterkämpfen. Denn jetzt ist die Situation so, dass wir keine andere Wahl haben. Wir müssen gewinnen. Wir müssen unseren Staat erhalten und möglichst überleben. Deshalb finden wir Kraft. Wir schlafen nachts, erholen uns und arbeiten weiter. Die Armee braucht dringend neue Männer. Die Zivilgesellschaft fordert, dass die Einberufung gerechter wird. Vor allem, um eine Spaltung im Land zu verhindern. Denn viele Männer kämpfen seit mehr als 700 Tagen, während andere die Einberufung umgehen. Alle sind sehr müde. Und es ist dieser patriotische Kern, der bewusste Kern der Nation, der 2 Jahre lang aus eigenem Willen, aus eigener Charakterstärke die Frontlinie gehalten hat. Wir sind immer noch Menschen und wir sind wirklich müde. Aber es gibt noch eine Energiereserve. Jetzt gibt es einen Teil der Gesellschaft, der uns langsam abwechseln kann. Und ich hoffe, dieser Teil wächst ein bisschen. Yermak fordert eine professionelle Grundausbildung für neu einberufene Soldaten. Doch das allein reicht nicht. Die Ukraine ist in ihrem Abwehrkampf abhängig von der Unterstützung anderer. Um das zumindest etwas zu ändern, setzt die Regierung auf eigene Innovation. Es werden viele neue Startups gegründet, die Drohnen produzieren. Über das ganze Land verteilt, um es Russland unmöglich zu machen, diese Entwicklung zu stoppen. Ich hoffe, dass der Krieg ein großer technologischer Durchbruch für uns sein wird. Aufgrund des umfassenden Einsatzes von Drohnen und der Tatsache, dass wir das alles selbst gemeistert haben. In einem Hobbymodus. Und wir haben all diese elektronischen Prozesse gelernt. Also hoffe ich, dass die Ukraine eine Chance haben wird, so etwas wie Südkorea oder Taiwan zu werden, nur in Europa. Die Kreativität und der Drang nach Innovationen können die fehlende Munition, die jetzt gebraucht wird, nicht ersetzen. Dennoch, die Ungewissheit, wie lange westliche Partner das Land verlässlich unterstützen werden, zwingt die Ukraine, die Initiative zu ergreifen. Präsident Selenskyj hat im ukrainischen Militär die Drohnenstreitkräfte gegründet. Im Eiltempo soll aus der alten sowjetischen Waffenindustrie ein Hightech-Rüstungssektor werden, in Kooperation mit westlichen Waffenherstellern. Selbstproduzierte Drohnen sollen in diesem Krieg einen Unterschied machen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Sobald die Hersteller etwas produzieren, geht es an die Front. Und sie erhalten sofort Feedback, ob das Produkt, das sie herstellen, effizient ist. Ob es wirklich so funktioniert, wie sie es geplant haben. Jetzt ist die Ukraine also ein perfekter Ort, um Dinge für die Verteidigungsindustrie herzustellen, weil man es im Grunde sofort testen und sofort Feedback erhalten kann. Maruszewska glaubt, der Fortschritt ist für die Ukraine dringend nötig. Die Russen werden nicht aufhören. Sie entwickeln ihre Militärproduktion und ziehen immer mehr Leute ein. Sie planen in die Zukunft. Mit Blick auf diese Zahlen und darauf, wie ihre Verteidigungsindustrie wächst, sieht es so aus, als wollten sie nicht nur gegen die Ukraine kämpfen. So wie sie wachsen, scheinen sie viel größere Pläne zu haben. Fast
Fast 20% der Ukraine sind derzeit von Russland besetzt. Menschenrechtsanwältin Oleksandra Matwitschuk geht es darum, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, mit Hilfe der Justiz. Darüber spricht sie vor Studierenden in Kiew. Nur so könne man den russischen Angriffskrieg stoppen. Davon will sie die Welt überzeugen und pendelt zwischen Luftalarmen und Gala-Veranstaltungen. Ihre Vision für die Zukunft und Frieden? Russland aus dem UN-Sicherheitsrat ausschließen, Putin vor ein internationales Tribunal stellen. Wir können nicht warten. Wir müssen jetzt für Gerechtigkeit sorgen. Denn Russland hat zuvor ähnliche Kriegsverbrechen in Tschetschenien, Moldau, Georgien, Mali, Syrien, Libyen begangen. Und Russland wurde nie bestraft. Deshalb glauben die Russen, dass sie tun können, was sie wollen. Und es liegt in unserer Verantwortung, den Kreislauf der Straflosigkeit zu durchbrechen. Denn nur wenn bei einigen Russen Sorgen aufkommen, dass sie dieses Mal für ihre Taten belangt werden, wird sie das vielleicht davon abhalten, weiterzumachen. Die Entwicklungen seit dem Maidan vor 10 Jahren haben die Bevölkerung stark gemacht. Doch die vergangenen 2 Jahre wirken zermürbend. Und dieses Jahr dürfte noch schwieriger werden. Mit welchen Gedanken blicken die Menschen in ihre Zukunft? Die Leute sagen, alle Kriege enden in Verhandlungen. Also warum es in die Länge ziehen? Aber ich sage Folgendes. Wenn wir jetzt nachgeben und er, Putin, gewinnt, dann wird er wieder herrschen und Europa wird anfangen, ihm zuzuhören. Und alles, was vorher passiert ist, wird umsonst gewesen sein. Aber wir werden verlieren, wenn Europa nicht hilft. Und Europa muss eines verstehen. In Russland kleben sie am Tag des Sieges Aufkleber auf die Autos. Auf denen steht: Richtung Berlin. Nicht Richtung Kiew, nicht Richtung irgendwo, sondern Richtung Berlin. Wir werden durchhalten, solange wir die Kraft haben. Wir werden unser Möglichstes tun, um dem Sieg und dem Frieden näher zu kommen. Wir haben keine Wahl. Wir werden nicht weggehen. Wir wurden hier geboren und wir wollen hier leben. Die Erfahrungen auf dem Maidan, die Kämpfe, sie sind das Fundament unserer Stärke im Krieg gegen Russland. Das ist unser Weg. Wir haben uns bewusst dafür entschieden. Wir haben vielleicht nicht ganz verstanden, wie schwierig es sein wird, aber das ist definitiv der richtige Weg.